Herzlich willkommen, zweite Folgekarte auf dem Marsch. Wir ernten aktuell auf Feld Nummer 2, Feld Nummer 1, Feld Nummer 14. Es muss noch geerntet werden. Die Wiese auf 36 ist vollkommen reif. Das heißt, wir haben ein bisschen Stress. Aber wir machen uns keinen Stress. Wir werden sagen, die erste Leute auf 1 laufen lassen, damit wir das in aller Ruhe fertig machen können. Aktuell ist kein Regen angesagt, heißt eigentlich für uns gut. Den machen wir gleich leer, bevor er um die Kurve fährt. Da hält er nämlich an. Dann ist der Hänger auch bald voll. Dann können wir uns um die letzten Reste kümmern. Und zwar auf der Ecke. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich habe es nicht fertig gemacht. Um die Ecke fertig machen, dann dürfte es eigentlich durch sein. Und warum es eigentlich so schmal gemacht wurde, weiß ich auch nicht. Weil da was fehlt. Das Original oder so ist so kleiner. Denn wir wollen ja noch ein bisschen abkassieren, ne? Also wir haben es praktisch fertig, mehr oder weniger, und das wollen wir ein bisschen abkassieren. Wenn es nur ein bisschen gerade angefangen worden wäre, dann wäre es egal. Oder nächste voll. Hier waren es 5%, die da gemacht werden mussten. Also sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich wünsche euch alle einen schönen Advent zum 4. Jetzt halt mal dran gedacht. Ich bin ein bisschen vergesslich in so Sachen, weil ich mir persönlich aus so Sachen nichts drauf mache. Ich bin auch nicht so genau. Eine Kerze mache ich auch nicht an, deswegen. Oder ein Kranz. Ich habe da viel zu sehr Bedenken wegen Feuer. Mal kurz nicht da und schon brennt das Ding. Mir eigentlich persönlich zu gefährlich, weil ich das eigentlich zu sehr vergesslich bin in der Beziehung. Und da sage ich dann lieber, lass mal lieber aus. Ich habe auch nichts zu stehen deswegen zur Zeit. Ich hatte bloß in den Jahren meinen Weihnachtsstein gekauft, aber die halten ja nicht lange, das ist ja das Problem. Und dann, nö, das macht, tust du dir nicht an. Geht immer ohne. Dafür fahre ich Weihnachten nach Hause, das ist genauso gut. Sogar besser. Hier ist Soja drauf. Wir könnten noch so viel machen an Feldarbeiten, Felder kaufen und so. Aber schauen wir mal, ne, was wir uns noch leisten können. Ich bin ja eher für Landwirtschaft als für Produktion. Produktion ist nämlich noch nur mehr oder weniger Zeitvertreib für den Winter. Also da tendiere ich eher dazu. Ich lagere das immer ein, ins große Lager. Und dann sehe ich weiter, ob ich Produktion mit leisten kann oder nicht. Ein Drescher verkauft, gekauft, das ist wirklich großen, war ja kostspielig, aber im Grunde, denk mal, brauchen wir den. Was fehlt denn noch groß? Angefangen. Ja, dann müssen wir hier gucken hier. Dann müssen wir die schmalen Streifen da noch machen. Entweder ist das Ding ein bisschen schmaler oder andere schmaler gewesen, kann das sein, ja, wirklich. Das ist keine 30 Meter Wand. Gut, das ist nur nicht anders, ne? Ja, dass wir nicht fertig gemacht haben, das wollen wir am meisten. Möchte heute noch eine andere Folge machen.
Das andere Spiel, Team Base 2, wie das Ding heißt, das geht doch ganz schön. Obwohl ich eher dafür nicht so geeignet bin. Aber das Bauen und Aufbauen ist schon recht interessant, ne? Ja, nächste. Raps ist voll. Deswegen darf ich so eine Düngemission dann nicht angenommen normalerweise. Normalerweise. Aber ich mache es dem Augenblick, weil ich ihm sage. Ja, der nächste ist voll. Zwei Prozent Power noch hier. 2%. Rüber. Oder so genau verkehrt rum. Da geht das in die andere Richtung. Was wollen wir machen hier? Im Grunde die Mission zu spät angefangen. Ich wollte euch so viel gleich düngen. Mir eigentlich zu viel Arbeit und im Ganzen auch zu wenig Geld. Weil sehen lieber die eigenen Felder zuerst, ne? Aber ja, Holz wollte ich auch gar nicht mehr machen, das passt doch noch hinzu. Das ist nach links, ne? Oder? Deutsche Tiers. Oder wir fahren gleich quer. Ich fahre jetzt quer, die 1% noch so kriegen. Hey, lass mal laufen. Na. Ah. Bart muss ich ausschneiden. Ich möchte keinen Weihnachtsmann spielen. Schau lieber zu und lass mir beschenken, wo die Zeiten schon lange vorbei sind. Der scheint kleiner zu sein. Stein. Wie ist es? Boah, Dünger ist feucht geworden. Keine Ahnung. Ein lausiges Prozentchen. Gibt's doch gar nicht. Aber wieder quer. Der muss schmaler sein. Das kostet mir Dünger als Geld verdienen. Na gut, den tust du ja eigentlich ganz gut hier. Dann kommt euch da gut.
So, Richtung Hof. Zu schnell. So. Fertig. Die 41 noch machen und dann haben wir es erledigt. Passen, ne? Voll. Ja, gut. Bin nur echt nicht für die Erde ausgerüstet. Also, ich müsste normalerweise noch mehr Hänger haben. Aber wo steht der überhaupt? Da hinten. Hat er sich versteckt? Jetzt erst die erste bisschen runter auf 34, aber das typisch für Felder. Dafür gerade hat er trotzdem keine Leistung. 35, normalerweise muss er im Flak sein. Für 60. Jetzt waren wir mittlerweile schon gleich 10, ne? Mächtig getrödelt haben wir doch. Aber ist normal. Das ist mir gleich voll. Fahren wir gleich zum Hof, machen den leer und dann gleich wieder raus. Wir könnten zwar dann anderen beiden machen schnell. Mit Raps, aber. Den machen wir erstmal den hier fertig. Das ist im Grunde noch egal. Jetzt können die Schweine auch Getreide bekommen direkt. Aber das machen wir mal nicht. Die werden das Futter lieber kaufen und das lieber so Bier machen lassen. Ne? Das bringt mir mehr Geld ein. Wenn wir die Brauerei haben. Gut, wir haben noch ein bisschen Silage, das Gras kommt auch noch. Ja, gut. Ein bisschen pumpen können wir auch noch. Heiraten sie erst die Malzerin. Das ist ja nicht die Brauerei. Ja, das ist jetzt hier unser erster 47.000 Silo einfahren. Müssen wir mal sehen, dass wir. Der würde sich gar eignen für die Kühe. Weil er nicht hochklappt. Ich gerade. Muss nur mal testen, ob auch reinkommt. Ne? Das ist eine kleine Frage. Auch ein bisschen groß. Weil das Maisfeld wollte ich noch kaufen. Und zwar für Silage, ganz wichtig für unsere BGH. Wir haben da noch nichts zu stehen. Kein Silo, kein nichts. Du könntest auch in Turbinen reinmachen. Also im Prinzip wenig Arbeit. Ne? Doppel gespannt, großen Faktor und dann geht schon. Aber wie gesagt, Mais, das dauert noch ein bisschen. Normalerweise. Auf jeden Fall machen wir uns erst nachher fertig, wenn die Wiese durchgezogen ist. Wenn die Wiese nicht läuft mit Ballenpressen, dann können wir auch andere Sachen machen. Das geht erstmal alleine. Beziehungsweise, ja, das geht von alleine. Wir müssen daran denken, dass wir innen drin anfangen. Ne? Mit Mähen. Nicht mit außen. Geht um Ballenpressen. Ballenpressen ist besser von innen. Weil wenn die im Kreis schon fertig sind und mal wenden müssen, dann fahren die der Ball rüber. Das ist nicht gut. So, hat er ganz da hinten versteckt. Und ganz an Ecke. Ja, denn weite Wege hier, ne? Hätten wir uns fahren können.
Rede war wieder. Also Ernte geht sehr schnell. Mais wird aber auch schon interessant werden. Beide Flächen nachher. Was ich gucken wollte, ist bei der Wiese, ob die flächenmäßig jetzt mehr anzeigt und nicht anzeigt. Weil das ja im Grunde richtig viel Geld geht. Wenn es 1 Million Liter mehr ist oder 2, so, doppelte. So. Ist gut, dass sie hier stehen bleiben und nicht einfach losdüsen. Müssen wir warten, bis er ausleert. So. Jetzt zu euch. Wo ist er? Ja, das ist etwas ungünstig. Soll ich da rankommen? Ja, von hinten vielleicht. Von hier. So vielleicht. Ein paar Außerrohr. Oh, das ist gut. Weit weg. Da haben wir Glück. Ich dachte, wir sind weit weg. Und jetzt ist es gut, dass er stehen bleibt und nicht wegfährt. Gullisho, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Vielleicht schafft es noch zur zweiten Folge. Wäre schön. Ich wünsche noch einen schönen, schönen Advent. Wenn nicht einen schafft, ist auch nicht so schlimm. Also mal tschüss, bis dann. Bis zum. Ja, dann ist über die Folge. Zur Not, ne? Tschüss.